Jo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es ein weiteres 360 Grad Sprunky Video. Und an all die OGs, die Leute Sprunky zum ersten Mal auf diesem Kanal gesehen haben, wisst ihr, welches es war, Leute? Was war das erste Video, was wir uns zu Incredibox Sprunky angeguckt haben? Ganz genau, ein 360 Grad Video. Und da wussten wir noch gar nicht, worum geht es, was ist es jetzt? Jetzt sind wir aber Insider, jetzt sind wir schlauer geworden und es gibt sogar ein neues Video. Und zwar auf dem Kanal von Glitch VR, VR 360 Grad, Incredibox Sprunky Movie Compilation. Und ja, Leute, das ist eine Zusammenfassung aus vielen der Videos. Ich bin ein bisschen durch die ersten Videos durchgeskippt. Wir starten allerdings erstmal ganz bequem, Freunde, in ein Supermarkt-Video. Und das ist natürlich ein Video, wo wir uns umdrehen können. Ich kann überall mich hinsteuern, überall schauen, was da ist. Deswegen, Leute, schauen wir uns erstmal das Supermarkt an und dann kommen wir direkt zu den neuen Videos. Let's go! Okay. Ah, Junge. Aber wie gesagt, ich kann mich hier umdrehen. Wir sind gerade in einem Supermarkt und ich will einfach nur hier ganz entspannt meine Sachen einkaufen. Was ist das Problem? Hä? Wo seid ihr hin? Die sind auf einmal weg. Oh, Mann, Alter. Gelb, grau und pink. Och, Mann. Wisst ihr, ich kann jetzt etwas sagen, was ich vorher, bevor ich Sprunky nicht kannte, nicht sagen könnte. Warum zeigt ihr mehrmals den gleichen Sprunky? Es gibt 20 verschiedene oder so. Dann könnt ihr doch für jeden unterschiedlichen einen nehmen und dann wäre das das geilste Video ever. Aber nee, man nimmt sich die Mühe nicht. Man macht sich die Mühe nicht. Hello. Und ich als Insider weiß natürlich auch eine Sache, dass keiner der drei Sprunkies diese Geräusche machen kann. Also die Trompete macht keiner von denen. Der einzige Sound, der da ist, ist der pinke und das ist dieser Chorgesang. Aber dieses Hello, would you like to have some fun with us, bla 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 bla, das ist vom PC. Ich sehe den PC aber nicht hier. Wo ist der PC? Hello, hello, hello. Tschüss, 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 tschüss. Woher, ja, tschüss. Okay. Ein Sprunky. Okay. Was wird das jetzt für ein Video? 100 Sprunkies. Okay. 1000 Sprunkies. 1000? Yo! Warte mal. Die sind über dem ganzen Pool. Ah, nicht ganz, Leute. Wir haben jetzt 1000 Sprunkies. Boah, wie lange ist das zum Rendern? Was kommt denn jetzt? Wie viel kommt jetzt? 10.000! 10.000 Sprunkies! Wow! What? Wie viel soll denn noch kommen? Da sind sogar einige Sprunkies, die ins Wasser geschwemmt werden. Was kommt jetzt? 25.000 Sprunkies! Bro! Oh mein Gott! Die ganze Insel ist jetzt Sprunky-Insel. Das ist wie wenn eine Insel voller Müll besteht. Sorry, nichts gegen euch. Aber ich habe eine Sache, Leute. Kennt ihr noch Gogo Space Monkeys? Ich weiß, klingt sehr, sehr weird. Aber ich muss euch das zeigen, Leute. Ich war süchtig nach denen, ja. Ich habe die gesammelt. Nee, nicht Gogo Space Monkey. Das ist ein Auto in GTA. Gogo Crazy Bones war das. Ja, Gogo's Crazy Bones. Kennt ihr noch Gogo's Crazy Bones? Ich zeige euch das mal. Das war das hier, Leute. Gogo's Crazy Bones waren sammelbare kleine Figürchen. Und ich war so süchtig danach, Leute. Ich meine, schaut euch das an. Das sind solche Teile. Guck mal, die sind so klein. Und ja, die konntest du sammeln. Und ich habe, glaube ich, eine Figur, ein Pack und da waren drei Figuren und zwei Karten drin. Und ich glaube, es hat 1,50 € gekostet oder 2,50 €. Und ey, Leute, ich habe gekauft, gekauft, gekauft. Es war so süchtig. Das war so eine Sucht, die zu sammeln. Auch wenn die mit nichts zu tun hatten, es war einfach nur nice, die zu sammeln. Weil es war wie Pokémon, hat sich das angefühlt. Und es war halt einfach cool, Leute. Und die erinnern mich extrem an Space, an diese Incredibox Sprunky. Bruder, es gab ein Nintendo DS-Spiel. Es gab ein Nintendo DS-Spiel dazu. Ich glaube es nicht. Aber hier sind die Verpackungen und da sieht man diese Sammelkarten. Beziehungsweise Sticker waren das, glaube ich. Nee, das sind Karten, glaube ich. Und ja, aber warte mal. Dieser blaue, der war grün. Es gab auch Shiny. Es gab auch tatsächlich Shiny-Versionen von manchen und die waren ultra selten. Let's go, weiter.
Also Shiny zu kriegen war schon wirklich was Besonderes. 50.000! Bro! 50! Wie oft noch? Yo, übertreibt! Hello, hello! Alter, 50.000 Sprunkies. Nochmal 50.000? Nein, nein, nein. Wie viel denn noch? Wie viel denn noch, bitte? Okay. Jetzt gehen wir in die Schule. So. Oh, nee. Aus dem Weg, Grün. Ich muss auf Toilette. So, machen wir mal zu. Nerv mich nicht, Pink. Ich mach die Tür zu. So, endlich ist sie zu, Leute. So, was machen wir denn heute für einen Unterricht? Heute ist Bro! Okay, Alter, wie viele? Das sind auch Duplikate. Ja, sollen wir da in die Klasse reingehen? Komm, lass uns reingehen. Lass uns reingehen. Hallo? Oh, okay, okay, okay. Ihr wollt was lernen? Ja, dann pack ich doch mal meinen Pointer aus. Also, wir werden heute Geschichte lernen. Das heißt hier, das. Und das müssen wir alles lernen, ja? Wenn ihr das nicht in einer Stunde gelernt habt, dann gibt es eine 6 und dann gibt es Nachsitzen. Und dann werde ich euch von der Schule schmeißen und aus eurem Fenster rauswerfen. Liebe Sprunkies. Okay, wenn auch nur einer falsch spielt oder nicht mitmacht, der fliegt raus. Ach, ihr habt Glück. Ihr habt so ein unglaubliches Glück. Feueralarm. Wer von euch hatte mal während eines Vokabeltests einen Feueralarm? Ehrlich, Leute. Ganz ehrlich. Das ist mir einmal passiert. Dann hat sie den Test abgebrochen und am nächsten Tag einen neuen gemacht. Wir dachten, wir könnten uns absprechen. Nein! Konnten wir nicht. Jetzt kriegt ihr in euer Loch wieder zurück. Subscribe! Subscribe! Oh, let's go! Hier treten die verschiedenen Sprunkies jetzt gegeneinander an in einem Rennen. Na, da bin ich doch mal super gehypt, Leute. 5 verschiedene Sprunkies. Also, Leute, da würde ich sagen, wir zählen alle mal jetzt gemeinsam mit runter. 2, 3, 2, 1 und los! Achso, ihr fahrt schon, ihr schwimmt schon. Okay, Rot gegen Orange. Sehr gutes Duell. Sieht so aus, als würde sich Rot tatsächlich durchsetzen. Aber ich weiß nicht, ob wir um mehrere Banden schwimmen. Es sieht aber sehr, sehr, sehr stark für Rot aus. Lila, komm schon. Lila und Pink, zieht nach. Gelb. Gelb ist ganz gut am Aufholen. Pink, jawohl, Pink. Zieh durch. Aber jetzt macht Orange auch einen Sport. Und was mit der Kamera? So. Jetzt nimmt plötzlich Orange die Führung ein. Und schaut euch mal, mit welchem Tempo der auf jeden Fall Gas gibt. Und jetzt wird er langsamer. Das ist natürlich eine Chance für Pink. Für Pink. Sie nimmt die Führung ein. Ah, jetzt ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Orange und Pink. Es sieht aus, als würde es Orange sich holen. Und es hat sich tatsächlich Orange den Sieg geholt. Auf Platz 2 landet Pink, währenddessen Lila auf Platz 3 ist und Rot. Du hast am Anfang zu viel Gas gegeben. Dein großer Fehler, aber Orange, dominanter Sieg. Oh, es regnet Sprunkies. Ohne Ende. Bitte bringt die Sprunkies als Sammelfiguren genauso wie die Go-Go Crazy Bones zurück. Bitte. Ich möchte wieder was zum Sammeln haben. Das war so ein Ding als Kind. Du öffnest eine Überraschungstüte, du weißt nicht, was drin ist. Das ist doch wie Pokémon-Karten öffnen. Nur ich sag's euch ehrlich, Pokémon-Karten, da hat man eher Angst, die Karten kaputt zu machen. Du kannst nicht mit denen spielen, weil du kannst mit denen natürlich spielen, das Kartenspiel. Aber so Spielzeugspielhaften, weißt du, so mit Spielzeugen spielen, das geht nur mit Figuren, mit denen man sich Geschichten erfinden kann. Ja, bei denen man sich eine Persönlichkeit dann ausdenkt. Was sind das für Leute, ne? Allein an deren Grimassen kannst du sehen, ob die happy sind oder nicht. Junge, die rollen den Wald runter. Alter. Ey, wenn ich davon erschlagen werde, dann war's das. Es regnet einfach ununterbrochen Sprunkies. Aber die despawnen auch nicht, ne? Ne, die despawnen nicht. Okay, dann gehen wir immer weiter den Berg rauf. Wenn wir das überhaupt noch schaffen sollten. Oh, so, guckt euch das mal an, Leute. Der Wald der Sprunkies. Wenn wir noch ein bisschen warten, dann wird der Berg hier irgendwann voll sein.
Ich würde gern warten, aber wir machen mal ein bisschen die Geschwindigkeit hoch. So. Jetzt geht's immer weiter hoch, Leute. Der Müll der Sprunkies, der kommt immer mehr und mehr in den Wald. Okay. Jetzt haben wir Sprunky in 360 Grad. Okay. Das ist weird. Das ist sehr weird. Der spielt es also in 360 Grad. Okay. Einfach Sprunky in VR. Aber ich bin gespannt, wenn er jetzt den schwarzen Hut raufzieht, ne? Okay. Lassen wir mal durchlaufen, Leute. Lassen wir mal durchlaufen. Yo. Oi. Mhm. Let's go. Freunde, diese Aloe-Vera drink mit diesen Stückchen. Geheimtipp. Geheimtipp, Leute. Könnt ihr überall in jedem Supermarkt kriegen. Okay. Ja, das ist ja schön. Das sind die Basic-Sprunkies. Na, um was reinzuziehen, musst du was entfernen. Doppelte Geschwindigkeit, Sprunky. Let's go. Vollgas. Vollgas, Junge, schneller. Weißt du was? Ich glaube, wenn wir bei dem Tempo... Ich glaube, jetzt kommt der... Achtung, jetzt kommt endlich der PC. 3, 2, 1 und... Next. Okay. Es geht immer schneller ab. So. Wann kommt der Schwarze? Wir gucken mal nach. Wir skippen mal ein bisschen vor. Oh, oh. Achtung. Jetzt, Leute. Pass mal auf. Hm? Oh mein Gott. Bro. Alter. Okay. In VR ist es schon creepy. Ui. Das gefällt mir nicht, Mann. Aber hier hört man durch alle Sounds nochmal durch. Und ich mag die. Ich mag diese Sprunkies am meisten. Die haben auch so eine nice Tiefe. Das ist eine sehr nice Tiefe. Außer der Grüne, der ist einfach nur am Schreien. So, der Blaue ist gut. Der ist gut. Die Sonne aber auch. Die sind alle gut. Boah, wenn man jetzt alle zusammenbringen könnte. Das wäre eine nice Mod. Wenn man alle gleichzeitig spielen lassen könnte. Das wäre, glaube ich, zu viel. Es wäre, glaube ich, wirklich zu viel. Okay. Okay, wir schieben es mal rein. Es ist halt einfach das normale Sprunky, Leute. Es ist halt einfach das normale Sprunky. Da gibt es nichts Besonderes. Das ist halt einfach... Boah. Aber die Sonne so zu sehen... Also, nee, diese Atmosphäre... Ich will hier raus. Ich will ja auf jeden Fall raus, Leute. Okay. Alles klar. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das war's von diesem Video. 360 Grad VR. Sprunky neigt sich dem Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Wenn ihr es am Sonntag schreibt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. ID ist raus. Haut rein und ciao.